Wie Sie das Buch zum ersten Mal gesehen haben, haben Sie zu dem Autor gesagt, lassen Sie mir 5 Stück hier und ich werde die Bücher sicherlich verkaufen. Was hat Sie so sicher gemacht? Also die Sicherheit hatte ich deshalb, weil es zu diesem Themenbereich noch kein Buch gibt am Markt und ich überzeugt war, dass Bosnien-Herzegowina für den österreichischen Kunden auch ein sehr interessantes Thema ist, teilweise aus historischer Sicht, teilweise von der geografischen Nähe dazu, und ich also überzeugt war, dass Kunden dieses Buch interessieren wird. Wie ist die Reaktion von den Kunden, wenn die das Buch zum ersten Mal in die Hand nehmen und blättern? Also sie sind vorerst einmal überrascht, dass es ein Buch über Bosnien-Herzegowina in einem Bildband gibt und sind beeindruckt von den Fotos, und zwar auch insofern, dass sie also nicht nur herkömmliche Bilder darin finden, die man schon aus den Medien kennt, sondern eben auch Landschaften beschrieben sind, Gegenden, Motive, die man sonst eigentlich noch nicht gesehen hat. Wie sind Sie mit dem Verkauf des Buches Komm und erzähle weiter bis jetzt zufrieden? Also ich bin sehr zufrieden. Ich muss sagen, ich war zuerst froh, dass ich einmal die 5 Exemplare verkauft habe, aber mittlerweile sind wir schon weit drüber und sind eigentlich schon bei der mindestens 5-fachen Menge der Erstbestellung, die wir jetzt verkauft haben. Und ich bin überzeugt, dass es auch also in nächster Zeit und vor allem vor Weihnachten oder für Weihnachten dann ein sehr schönes Geschenk ist. Herr Berger, wie Sie das Buch zum ersten Mal in der Hand gehalten haben, haben Sie zum Autor gesagt, Sie haben mir den Tag verschönert. Was hat Sie da bewogen? Ich habe erstens mal das Buch wirklich sehr schön gefunden. Also es macht richtig Lust, nach Bosnien zu fahren. Die vielen schönen Aufnahmen, die tollen Landschaften, das hat mich sehr angesprochen. Und es gibt über Bosnien sehr wenig Literatur. Und das ist in Österreich auch ein wichtiges Reiseziel. Und da bin ich für jeden Titel, den es zusätzlich zu den wenigen vorhandenen gibt, dankbar. Gerade wenn das so ein schönes Stück wird. Herr Berger, was unterscheidet dieses Buch von anderen Reiseführern, also Reisebüchern? Naja, es ist eigentlich mehr als ein Reiseführer. Es ist fast schon ein Bildband, wie ich vorher erwähnt habe, also diese vielen schönen Fotos, aber trotzdem auch sehr informativ. Also man kann mit dem Buch die Reise planen, hat auch die praktischen Tipps dazu und hat gleich die Erinnerung, ja, oder den Fotoband für die Erinnerung mit dabei. Das finde ich ist einfach ein doppelter Nutzen, Reiseführer und Bildband in einem. Mhm. Gibt es schon Reaktionen von, also das heißt von Menschen, die dieses Buch kaufen, von Kunden? Gibt es irgendwie Interesse oder haben die was erzählt? Oder? Ich habe noch keine Berichte von Leuten, die unterwegs waren mit dem Buch und zurückgekommen sind, gehört, aber es wird gern angesehen und ja, die Leute stimmen mit mir überein, dass es wirklich sehr schön ist und da wäre ich jetzt auch gern. Das höre ich oft.